Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Frank Schuh von Elliott Draver Live mit einer Wochenanalyse im DAX-Index. Wir beginnen gleich und steigen ein. Ich fange an im Big Picture und arbeite mich dann weiter vor. Wenn Sie also wissen möchten, was tatsächlich auch direkt unmittelbar geschieht, dann bleiben Sie dran bis zum Schluss, denn dann kommen die kleinen Zeiteinheiten dran. Wir sehen hier im DAX-Index auf Anhieb bereits, dass wir hier noch dabei sind, ein weiteres Tief auszubauen. Im Bereich 15.250 plus minus einige Punkte natürlich. Das wäre jetzt der Idealfall hier, diese Welle 2, die würde genau hier dann landen, wenn der Rücklauf 61,8% ist. Das kann weniger sein, das kann mehr sein. Wir begnügen uns jetzt damit, diese Annahme hier erstmal in den Vordergrund zu stellen und davon auszugehen, dass das so weit geht. Dann muss man noch Folgendes auf dem Schirm behalten. Falls diese Welle 2 dann durchläuft und das Ganze geht tiefer, dann lauert hier bereits auf Höhe dieser Make-or-Break-Linie die nächste Welle 2. Denn die hat nur einen sehr, sehr kleinen Rücklauf gemacht hier. Wir sehen hier hoch, von dort unten geht hier diese 1 hoch. Und diese Welle 2, die hat noch keine 38% gemacht. Die ist extrem kurz. Also das Risiko sollten Sie zumindest immer noch im Hinterkopf behalten. Wenn diese rote Linie durchschritten wird nach unten, dann war es das im Moment erstmal mit steigenden Kursen. Aber unter der Voraussetzung, dass diese Make-or-Break-Linie hält und die Welle 2 dann vorher beendet wird, sehen wir wieder stark steigende Kurse in der Welle 3. Diese Welle 3 ist jetzt, damit sie aufs Bild passt, hier eingezeichnet worden. Die geht in Wirklichkeit wesentlich höher. Das hier sind knapp 61,8%. Das heißt, die macht nochmal mehr als das Doppelte nach oben von hier aus gesehen. Soweit erstmal zum Tageschart. Der Stundenchart. Da ist oben hier die 1, die hier oben beendet worden ist. Und wir sind jetzt in der Welle 2 in einer ABC-Bewegung. Die Welle A haben wir hier abgeschlossen im Bereich von 15.800 Punkten circa. Wir haben hier eine Welle B gemacht und hier sind wir schon jetzt unter das Ende der Welle 1, der Welle A, meinte ich, runtergelaufen und haben damit die Welle 1 in der Welle C gemacht. Hier beginnt ja die Welle C. Und dann geht das Ganze entsprechend weiter runter. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir hier unten wiederum bei 15.200 Punkten eine Welle 2 erstmal. Und wenn wir jetzt noch kurzfristiger schauen, gehen wir mal auf den 15-Minuten-Chart. Dort sehen wir jetzt nochmal untergeordnet, dass wir hier die Welle 1 in der Welle C gemacht haben. Hier möglicherweise die Welle 2 beendet wurde in der Welle C und wir jetzt gerade hier mit den kleinsten Unterwellen eingezeichnet die Welle 3 machen, 1, 2, 3, 4, 5 und diese kleinen Welle hier im Kreis macht dann die Welle 3 voll, die hier ihren Anfang genommen hat bei der Welle 2. Und das wäre dann circa hier in diesem Bereich. Das heißt, für die ganz kurzfristigen Trader, und das hier ist keine Anlageberatung, deswegen schalte ich jetzt auch mal eben das Risiko oben wieder ein, damit Sie das nicht vergessen. Und hier unten nochmal, dass Sie auch dem Discord-Server und dem Telegram-Kanal beitreten sollten, um dort unter Gleichgesinnten zu diskutieren, natürlich alles kostenlos. Also, wenn man jetzt natürlich in einem 15-Minuten-Chart ist, kann man kurzfristiger oder kürzere Stopps setzen vielmehr, weil man sieht das besser. Hier wäre jetzt zum Beispiel, ich mache das jetzt erstmal, ich kann das gleich noch verschieben, exemplarisch. Erstmal muss man abwarten, wo öffnet überhaupt der Markt.
entweder im vorbörslichen Handel, also hier zum Beispiel, wo ich handle, bei IG Markets, da ist das ab 0 Uhr heute Sonntagnacht möglich. Und dann hat man schon mal einen Eindruck davon, ob wir schon mit einem Gap öffnen, die Unruhen des Wochenendes, haben die irgendwelche Auswirkungen gehabt? Das können wir natürlich jetzt nicht wissen und müssen das einfach mal abwarten. Also man sollte entweder, wenn man sehr risikoavers ist, dann sollte man den Stopp direkt hier setzen oder aber, da die Gefahr groß ist, rauszufliegen, hier oben an diesem Punkt. Das hier ist keine Anlageberatung, von daher gehe ich da jetzt nicht noch genauer drauf ein. Wenn man den hier hinsetzt, lohnt sich der Handel dieser drei nicht. Dann sollte man allerdings direkt die gesamte Bewegung bis 15.200 handeln. Und ich mache jetzt auch das wieder weg, mache auch hier keinen Einstieg rein, denn wie ich eben schon sagte, wir wissen derzeit nicht, ob wir hier mit einem Gap nach unten oder nach oben öffnen, was passiert. Erstmal schauen, ab morgen früh, 8 Uhr circa, ist der Markt wieder interessant. Da könnte man dann schon seine Richtung vorgeben, seine Order in den Markt geben und zur Börseneröffnung schon seinen Gewinn für den Tag einfahren, wenn man es richtig macht. Meines Erachtens sollten wir also zunächst mal jetzt im weiteren Verlauf noch einmal fallende Kurse bekommen und danach wieder steigende Kurse. Soweit vom DAX-Index. Danke fürs Zuschauen. Der Frank Schuh von Elliott Weber Live.